Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Runde R4, meine Freunde des gepflegten Angelsports. Wir sind heute mal Brassenangeln. Ja, wir haben uns hier versammelt an der alten Festung und gehen auf Brasse oder Braxe auch genannt. Bei uns heißt es eben Brasse. Und ja, soll. Also ich möchte so eine Playlist machen, wo Moskitosee, Windenbach, Festung und Belaya, also für Anfängerspots. Und was macht man an der Festung? Weil keine Aale mehr beißen. Meistens Brassen kloppen. Also dass man so alles so Anfängerspots in dieser Playlist sammeln. Und den Anfang macht heute dieser Spot hier an der alten Festung. Und zwar ist das bei D7. Ja, hier in dem Loch werfen wir rein. Das Ganze klippt mal auf 12 Meter. Und ja, ich habe schon mal alles so vorbereitet. Ich habe mal eben mit der Markerroute durchgezogen. Schlammiger Boden. Scheiße. Genau, schlammiger Boden. Hier fehlt noch dieser Mesh. Ich wollte diesen Futterkorb verwenden auf jeden Fall. Genau, hier Schlamm. Schlammfutterkorb, ja. Wir haben gelernt. Vorfachfarbe ist egal. Spielt keine Rolle. Ich habe jetzt also noch keine Rolle auf jeden Fall, aber doch die Bleifarbe schon. Und die Brasse ist eben ein Scheuerfisch. Wie gesagt, das geht vor allem an die Neulinge unter euch. Ne? Deswegen ruhig ein schlammfarbenes Futterkörbchen holen. Das ist eine ganz normale Standardmischung. Ne? Das ist einfach nur Perlgraupe Fliegenmaden, Hirsebrei Anisöl. 6 cm Vorfach empfiehlt sich auch für Brasse, da sie wie gesagt schnurscheu sind. Fluorocarbon, perfekt, reicht auch 6,4. Ich nehme immer Einserhaken und heute ist der Köder der Wahl Perlgraupenbrei. Ja, wir hauen schon mal raus. Ich glaube, da war nichts. Wie gesagt, 12 Meter ist der Clip. Und ja, heute ist es wie gesagt Perlgraupe, aber na. Lag da eben auch da. Ah, gehen wir ein Stück zurück. Ist aber auch schon mal Knoblauchteig, Erbsenbrei, ja. So die drei Verdächtigen, die wechseln sich immer ab auf jeden Fall. Eins von den dreien wird es schon sein. Ja, wir werden jetzt hier mal die Nacht ein bisschen verbringen. Vielleicht kriegen wir auch eine Trophäe, wer weiß das schon. In diesem Sinne, wir werden jetzt abwarten, Futterkörbchen sind raus. Dauert vielleicht noch einen Moment, bis das Futter anfängt zu wirken und dann geht es gleich los. Schneiden mal die Nacht ein bisschen zusammen und dann sehen wir uns am Morgen wieder am Fischmarkt. Ja, ich muss mich leider reinschneiden mit dem Ton jetzt, weil mein Mikro ausgefallen ist am Fischmarkt. Eigentlich habe ich nur gesagt, wir haben eine halbe Stunde geangelt und 32 Brassen haben gebissen. Und das Ganze war 200 Silber Verdienst, kann man nicht meckern. Können wir gerne öfters machen, bis wir alle Spots an der Festung zusammen haben für die Brassen. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten, Petri, Dank.
bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.